Eine spannende neue Geschichte von Max. Viel Spaß beim Anschauen. Gefällt mir, abonnieren, kommentieren. Auf der einen Seite schien unser Leben perfekt zu sein. Auf der anderen Seite war es voller Lügen und Verrat. Und ich fand es zu spät heraus. Ich begegnete Nicole zum ersten Mal während meines letzten Studienjahres in einem örtlichen Club in Nashville, wo sie ihren 21. Geburtstag feierte. Unser Treffen verlief alles andere als reibungslos. Ich stieß buchstäblich mit ihr zusammen, wobei mein Getränk auf ihren Schoß floss. Nach einigen peinlichen Momenten, Entschuldigungen und dem Abtupfen mit der Serviette kamen wir in ein Gespräch, das eine unbestreitbare Chemie auslöste. Es war nicht nur Liebe auf den ersten Blick. Es war wie zwei Magnete, die sich gefunden haben. Von diesem Abend an waren wir unzertrennlich. Ich bin Lam Parker, von Beruf Buchhalter. Nach meinem Abschluss wurde ich Wirtschaftsprüfer und arbeitete in einer großen Firma in Atlanta, wo Nicole und ich uns niederließen. Mit ihrem Abschluss in Betriebswirtschaftslehre unterstützte Nicole mich, als ich den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Bald darauf erblickte unsere wunderschöne Tochter Amber das Licht der Welt. Unser gemeinsames Leben war erfüllt von Liebe und Lachen. Wir waren zutiefst verliebt, genossen die Gesellschaft des anderen und ließen unsere Familie wachsen. Unsere Intimität war häufig und liebevoll, ein Spiegelbild unserer tiefen emotionalen Verbindung. Unser Liebesleben war zwar befriedigend, aber auch ziemlich traditionell. Wir waren mit unserer Routine zufrieden und keiner von uns hatte das Bedürfnis, viel zu experimentieren. Nicole bevorzugte es, wenn ich mich auf sie konzentrierte, und obwohl sie das gelegentlich erwiderte, war das nicht ihre Lieblingsbeschäftigung. Ich war mit unserer Dynamik zufrieden und schätzte unser Glück und unsere Harmonie über alles. Ein Jahrzehnt lang lebten wir ein typisches Familienleben. Ich steckte meine Energie in das Wachstum des Unternehmens, während Nicole sich der Erziehung von Amber und der Verwaltung unseres Hauses widmete. Unsere Liebesgeschichte war einfach und schön, voller Respekt, Leidenschaft und einem unzerstörbaren Band. Was ich an Nicole liebte, war, wie aufmerksam sie war. Seit dem Tag, an dem wir unser Gelübde abgelegt haben, hat sie mich immer geküsst oder umarmt, meine Hand gehalten oder mich nicht mehr losgelassen, wenn wir zusammen waren. Die Intimität in unserer Ehe war unglaublich und ich genoss jede Sekunde davon. Unsere Freunde lachten immer über uns und sagten, dass es nicht ewig halten würde, aber nach 10 Jahren dieser Zuneigung erkannten sie endlich, dass wir ein besonderes Paar waren. Als Amber 10 Jahre alt war, sagte Nicole, sie wolle wieder arbeiten gehen, da Amber nun eine Routine habe und jeden Tag um 15.30 Uhr von der Schule nach Hause komme. Nicole erklärte, dass sie nicht jeden Tag zu Hause sitzen wolle, sondern wieder in die reale Welt zurückkehren wolle. Nach stundenlangen Diskussionen einigten wir uns auf einen Plan, der sicherstellen sollte, dass Amber weiterhin die Aufmerksamkeit erhielt, die das 10-jährige Mädchen brauchte. Nicole fand einen Job als persönliche Assistentin von Evana, einem Anwalt, der 10 Jahre älter war als sie. Die Arbeitszeiten waren gut und Nicole genoss es, ernsthafte Verantwortung zu übernehmen, was gut für ihr Selbstbewusstsein war. Sie war keine Hausfrau mehr, sondern eine Geschäftsfrau und Mutter. Ich sah, wie glücklich sie mit ihrer Arbeit war und unterstützte sie. Sie konnte jeden Abend um 4 Uhr zu Hause sein und war immer für Amber da. Mit der Zeit wurde unsere Familie immer stärker. Wir lebten komfortabel in einer gehobenen Wohnanlage mit Country-Club-Mitgliedschaft, weil wir keine finanziellen Probleme hatten. Wir waren in der Lage, genug für Ambers College und ihren Ruhestand zu sparen. Wir lebten ein gesegnetes Leben, weil wir unsere Gesundheit, unser Geld und unser Glück hatten, ohne uns darüber Sorgen zu machen. Wie Sie sich vorstellen können, verändert sich das Sexualleben nach 10 Jahren Ehe, und in den meisten Ehen verlangsamt es sich, und bei unserer war es nicht anders. Wir liebten uns nicht mehr 3 oder 4 Mal pro Woche, sondern nur noch 2 Mal pro Woche, meistens freitags und samstags abends. Ja, wir wurden berechenbar, aber wir liebten uns immer noch und genossen unsere Nähe. Nicole hat nie aufgehört, aufmerksam zu sein und mir immer ihre Liebe zu zeigen. Im Laufe der Jahre genoss ich diese Aufmerksamkeit und Liebe, und die Intimität, die wir miteinander teilten, war für mich genauso wichtig wie unser Liebesspiel. Wenn sie mich ohne Grund küsste und umarmte, weil sie mich einfach liebte, war das überwältigend und für mich war es der beste Teil unserer Ehe. Ich liebte sie auch, aber Nicole stellte immer sicher, dass ich wusste, wie sehr sie mich liebte.
Amber schloss sich der Mathe arg an und blieb nach der Schule und kam gegen 17.00 Uhr nach Hause. Etwa zur gleichen Zeit begann Nicole, zweimal pro Woche länger zu arbeiten, was gut funktionierte, weil Amber nun zur gleichen Zeit wie ich nach Hause kam. Wir wollten sie in diesem Alter nie allein zu Hause lassen und sorgten dafür, dass unsere Zeitpläne aufeinander abgestimmt waren. Ivane, Nicoles Chef, war zum Seniorpartner in der Firma seines Schwiegervaters befördert worden. Als er befördert wurde, musste Nicole an zwei Abenden in der Woche, dienstags und donnerstags, ein paar zusätzliche Stunden arbeiten. Sie war um 19.00 Uhr zu Hause und ich sorgte dafür, dass das Abendessen fertig war, wenn sie nach einem harten Arbeitstag nach Hause kam. Abgesehen von diesen zwei Abenden in der Woche blieb in unserer Ehe alles beim Alten. Mein Geschäft florierte und ich verdiente ein gutes Einkommen. Das Unternehmen war auf 45 Mitarbeiter angewachsen und ich hatte alle Hände voll zu tun, das Geschäft auszubauen. Wir waren zu einer bekannten und angesehenen Buchhaltungsfirma geworden, die das Ziel von Übernahmen oder Fusionen mit einigen der größeren Firmen in der Gegend war. Amber war 15 Jahre alt und begann sich Gedanken über das College und ihre Zukunft zu machen. Nicole arbeitete bei Evan und war so attraktiv wie an dem Tag, an dem wir uns kennenlernten. Die Jahre hatten Nicole gut getan, denn sie hatte ihre schlanke Figur beibehalten, die durch ihre langen sechs Beine und ihren runden Hintern noch unterstrichen wurde. Sie hatte ein hübsches Gesicht, wirkte aber nie anders als professionell und konservativ. Wir beide führten einen Lebensstil, den andere vielleicht als langweilig bezeichnen würden. Wir verbrachten die meiste Zeit zusammen zu Hause, gingen ins Kino oder zu einer Familienveranstaltung mit unserer Tochter, und wir waren immer als Familie zusammen und gingen nie ohne einander irgendwohin. Ivana, ihr Chef, rief mich an und teilte mir mit, dass Nicole nächsten Monat auf einem Bankett geehrt würde und dass Amber und ich eingeladen worden seien. Stolz erzählte ich Amber, dass Mama einen Preis für hervorragende Leistungen in ihrem Beruf erhalten würde. Da die Auszeichnung eine Überraschung war, luden sie uns ein. Normalerweise waren diese Treffen nur für das Personal, und wir wurden gebeten, es bis zur Preisverleihung geheim zu halten. In den letzten 5 Jahren, seit Nicole bei Ivana arbeitet, hat sie hervorragende Arbeit geleistet, was sie zu Hause glücklicher zu machen schien und ihr Selbstwertgefühl verbesserte. Ich wusste, dass sie hart arbeitete und in der Firma geliebt wurde, und jetzt von der Auszeichnung zu hören, machte Amber und mich stolz. Nicole erzählte uns von einem bevorstehenden Geschäftstreffen im Ritz-Carlton in der Innenstadt, und dass sie lange arbeiten und eine Präsentation für das gesamte Unternehmen vorbereiten müsse. Sie freute sich auf die Präsentation und verbrachte in den Wochen vor der Veranstaltung viele Stunden damit. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie nicht, dass wir eingeladen waren und auch nichts von ihrer Auszeichnung, und Amber und ich behielten das Geheimnis für uns. Wir konnten dieses Ereignis und Nicoles Auszeichnung kaum erwarten. Ich ging mit Amber ein neues Kleid shoppen und kaufte einen neuen Anzug, um sicherzustellen, dass Nicole ihre Familie bei der Preisverleihung stolz machen würde. Nicole trug ein knielanges Kleid mit einem Rückenausschnitt, das professionell aussah, aber dennoch ihre schönen Kurven zur Geltung brachte. Sie war eine attraktive und begehrenswerte Frau im zarten Alter von 37 Jahren. Bevor die Limousine sie abholte, umarmten Amber und ich sie und wünschten ihr Glück für ihre Präsentation am Abend. Wir hatten 2 Stunden Zeit, um uns fertig zu machen, zogen uns pünktlich an und machten uns auf den Weg, um etwa 30 Minuten vor Nicoles Vortrag bei der Veranstaltung zu sein. Einer der Gastgeber begrüßte uns und setzte uns an einen Tisch in der Mitte des Raumes mit einem schönen Blick auf die Bühne. Amber und ich wurden besonders behandelt und alle sagten uns, wie sehr sie Nicole liebten und wie froh sie waren, uns kennenzulernen. Wir fühlten uns so willkommen und glücklich, mit unserer Frau und Mutter zusammen zu sein. Die Lichter in der Halle wurden gedimmt, als sie mit ihrem Auftritt auf der Bühne begannen. Die Scheinwerfer gingen an, als der erste Redner den Gründer der Firma, den CEO, und dann Ivana, den Seniorpartner, vorstellte. Ivana hielt eine kurze Rede über den Erfolg des Unternehmens und stellte dann Nicole vor, die von den Erfolgen des vergangenen Jahres berichten sollte. Nicole betrat die Bühne und sah so schön wie immer aus, und ich konnte sehen, wie stolz Amber war, als sie sah, wie ihre Mutter mit professioneller und geschulter Stimme ihren Auftritt begann. Nicole sprach über die Leistungen des Unternehmens im vergangenen Jahr, ihre Erfolge und die zukünftigen Projekte, an denen sie arbeitet. Sie sprach etwa 10 Minuten lang,
und als sie fertig war, übergab sie die Bühne wieder an Evane. Doch bevor sie ging, nahm Evane ihre Hände und zog sie näher an sich heran, während er sprach: Meine Damen und Herren, bevor Nicole die Bühne verlässt, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Nicole und ich haben in den letzten 5 Jahren eng zusammengearbeitet, und Nicole ist ein fester Bestandteil unserer Organisation und meines Arbeitslebens geworden. Ich bin überzeugt, dass wir ohne sie die Erfolge, die sie heute beschrieben hat, nicht erreicht hätten. Es ist mir eine Ehre, Nicole heute Abend mit unserer höchsten Auszeichnung, dem Chairman's Club Award, zu ehren. Diese Auszeichnung wird nur an Mitarbeiter verliehen, die weit über ihre Pflichten hinausgehen und für ihr Engagement für das Unternehmen anerkannt werden. Sie erhielt eine große Plakette und einen Umschlag mit einer Belohnung von $10.000. Mit Tränen in den Augen nahm sie den Scheck entgegen, umarmte Evane, wandte sich an das Publikum und dankte allen. Amber und ich hatten Tränen in den Augen, weil wir beide so stolz auf Nicole waren. Alle Leute am Tisch umarmten mich und es war einer unserer glücklichsten Abende. Wir sind beide vor Stolz geplatzt und konnten nicht aufhören zu lächeln. Das Licht ging an und es war Zeit für einen Drink. Ich nahm das Glas und sagte Amber, ich sei gleich wieder da und ging zu einer der Bars am anderen Ende des Raums. Die Schlangen für Getränke waren lang und ich sah die leere Bar neben der Bühne und ging hinüber, um einen doppelten Scheck und ein Softdrink für Amber zu holen. Ich fühlte mich glücklich und großzügig, lächelte und warf $5 in die Trinkgeldkasse, nahm meine Getränke und drehte mich um, zu meinem Tisch zurückzugehen. Dann brach meine Welt zusammen. Auf dem Rückweg erregte etwas meine Aufmerksamkeit und ich drehte mich um, zu sehen, was es war. Hinter den Vorhängen, geschützt vor neugierigen Blicken, umarmte und küsste sich das Paar. Ich fand das seltsam und unpassend für eine solche Veranstaltung, aber plötzlich erkannte ich das Kleid. Es war dasselbe Kleid, das Nicole trug. Ich drehte mich wieder um und blieb wie erstarrt stehen. Das Paar, das ich beobachtete, war in einen innigen Kuss vertieft. Die Frau hatte ihre Arme um den Hals des Mannes geschlungen und die Hand des Mannes streichelte ungehindert ihr Gesäß. Die Art und Weise, wie sie sich umarmten, machte mir klar, dass dies nicht das erste Mal war, dass sie eine solche Intimität teilten. Das Paar fühlte sich offensichtlich hinter dem Vorhang sicher und erlaubte sich intime Gefühle. Als ich das sah, kam es mir vor, als hätte ich eine außerkörperliche Erfahrung gemacht. Ich stand wie erstarrt mit 2 Gläsern in den Händen und offenem Mund da und beobachtete die beiden, bis sie sich schließlich trennten und mir bestätigten, dass es tatsächlich die Liebe meines Lebens war, die ihren Chef Evane ganz romantisch küsste. In diesem Moment ließ ich einen der Drinks fallen, was die Aufmerksamkeit der Verliebten auf sich zog. Als sie den Mann sah, der sie anstarrte, sah ich einen schockierten Gesichtsausdruck auf ihrem Gesicht. In diesem Moment spürte ich, dass ich in meinen Körper zurückkehrte und meine Gefühle kehrten zu mir zurück. Ich war sprachlos, fühlte, wie mein Magen zu Boden sank und ein plötzlicher tiefer Schmerz durchbohrte mein Herz. Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, drehte ich mich einfach um und ging mit dem restlichen Getränk in der Hand zu meinem Tisch zurück. Zur gleichen Zeit rannte Nicole hinter mir her und konnte mich einholen, bevor ich überhaupt an unserem Tisch war. Schatz, ich habe gerade erfahren, dass du und Amber zur Preisverleihung hier seid. Danke, dass du gekommen bist, Schatz. Was du gerade gesehen hast. Es war nicht so, wie es aussah, Schatz. Wir können später darüber reden, okay? Ich nickte nur und ging in Richtung unseres Tisches. Nicole kam nach oben und alle gratulierten ihr. Amber umarmte und küsste sie innig und freute sich sehr für ihre Mutter. Ich war schockiert und saß nur still mit einem traurigen Gesichtsausdruck da, ohne ein Wort zu sagen. Nicole sagte, sie haben noch ein paar Dinge zu erledigen und würde bald wieder zu uns stoßen. Amber bemerkte meine veränderte Haltung und versuchte mich zu fragen, was los sei. Ich schüttelte nur den Kopf und sagte für den Rest des Abends nichts mehr. Es war klar, dass ich nicht ich selbst war und mich überhaupt nicht freute, in meiner Umgebung zu sein. Ich weiß, was ich gesehen habe, und es war viel mehr als ein freundschaftlicher Kuss. Tatsächlich haben Nicole und ich uns schon seit Jahren nicht mehr so geküsst. Wenn ich zurückblicke, war es über 5 Jahre her, dass wir uns so leidenschaftlich geküsst hatten. Mein Gehirn begann zu arbeiten, als ich an diese Jahre dachte und daran, wie sich die Dinge verändert hatten. Ich wusste, dass es Ärger geben würde, aber in diesem Moment war ich mir nicht sicher, was es genau war. Wir fuhren nach Hause, während Amber und Nicole über die Feier sprachen und darüber, wie stolz Amber auf ihre Mutter war. Schockiert von dem, was ich sah, sagte ich nichts und fuhr einfach nach Hause, verloren in meinen eigenen Gedanken.
Beide Mädchen bemerkten mein Schweigen und versuchten, mit mir zu reden, aber ich schwieg hartnäckig. Nicole wusste, dass es falsch war, und sie versuchte, es wieder gut zu machen, indem sie süß und besonders zärtlich war, aber ich wollte nichts davon hören. Ich versuchte, meine Gefühle vor Amber zu verbergen, aber da sie ein kluges Mädchen ist, wusste sie, dass mich etwas bedrückte und war klug genug, mich in Ruhe zu lassen. Bevor Amber ins Bett ging, flüsterte sie mir ins Ohr: "Dad, wenn du reden willst, bin ich für dich da, okay?" Amber umarmte mich und küsste mich, bevor sie ins Bett ging. Ich ging direkt ins Bett, ohne ein Wort zu sagen, und ein paar Minuten später hörte ich, wie Nicole das Zimmer betrat. "Liam, bist du okay, Baby?" Nach einer ganzen Minute des Schweigens fragte sie: "Liebling, willst du mit mir reden?" Ich konnte an ihrer Stimme hören, dass sie nervös war. Als sie ins Bett kletterte und versuchte, mich zu umarmen, drehte ich ihr den Rücken zu. "Ich weiß, wie es aussah, und es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es war nicht das, wonach es aussah. Bitte rede mit mir." Ohne ein Wort zu sagen, lag ich schweigend da, während die Wut begann, den Schockzustand zu verdrängen, in dem ich mich befand. Ich sagte kein weiteres Wort, denn ich hatte dieser Frau nichts zu sagen, und ich wusste, dass alles, was ich sagte, verletzend wäre und nichts lösen würde. Sie versuchte, mich zu umarmen, aber ich ignorierte sie und hatte den schlimmsten Traum meines Lebens. Der nächste Morgen war Samstag, und ich wusste, dass es ein langer Tag werden würde. Als ich die Augen öffnete und das Sonnenlicht durch das Fenster fiel, lag ich da und erinnerte mich an die Szene, die ich erlebt hatte, und versuchte, mir einen Reim auf die Situation zu machen. Ich stieg aus dem Bett, ging ins Bad, wusch mir das Gesicht und putzte mir die Zähne. Als ich ins Schlafzimmer zurückkehrte, saß Nicole auf dem Bett, beobachtete mich und versuchte, sich normal zu verhalten. "Guten Morgen, Schatz. Hast du gut geschlafen?" fragte sie, als ob nichts geschehen wäre. Ich ignorierte ihre Frage, zog mir eine Jeans und ein T-Shirt an und sah ihr nach, bevor ich das Schlafzimmer verließ. Ich wandte mich ihr mit einem hasserfüllten Blick zu und sprach zum ersten Mal seit dem Bankett: "Wie lange?" Als sie nicht antwortete und nur auf ihre Hände schaute, verließ ich sie und ging zum Frühstück, um eine Weile nachzudenken. Ich war völlig außer mir. Ich weiß, dass sich die Dinge für uns ändern werden, und ich kann es kaum erwarten, zu hören, was sie mir über ihre Affäre zu sagen hat. Sie weiß, dass sie mir die Wahrheit sagen muss, denn sie weiß, wenn sie lügt, werde ich es herausfinden. Nicole und ich standen uns sehr nahe, und sie hat mir nie einen Grund gegeben, zu glauben, dass sie einen anderen Mann will. Ich habe keine Veränderung in unserer Intimität bemerkt, und sie umarmt und küsst mich immer noch ständig. Wie kann sie sich so verhalten, wenn sie eine Affäre hat? Ich meine, wenn sie mit ihm zusammen ist, wie kann sie mir dann so viel Liebe zeigen? Könnte die Frau, die ich liebe, wirklich eine Affäre mit Ivana haben? Oh mein Gott, das ist schrecklich, und ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Ivana weiß, dass er außerhalb seines Büros keine Zuneigung zeigen sollte, aber heute Abend musste er mich einfach küssen. Ja, ich habe seine Küsse und Umarmungen genossen, und es war ein aufregender Abend, also kann ich seine Begeisterung verstehen. Aber er kennt meine Regeln über das Zeigen von Zuneigung in der Öffentlichkeit und weiß, wie gefährlich das ist. Jetzt habe ich ein großes Problem. Wie kann ich Lam erklären, was er gesehen hat? Er ist nicht dumm, und ich weiß, dass es nicht einfach sein wird. Ich erinnere mich an das erste Mal, als Ivana und ich diese Affäre begannen. Es war ein Jahr, nachdem ich sein Assistent geworden war, und er hatte Probleme mit seiner Frau. Er hat 6 kleine Kinder, darunter Zwillinge, die seine Frau sehr beschäftigen und überarbeiten. Sie machten eine schwere Zeit durch, und er begann, mir von seinen Problemen zu erzählen. Wir kamen uns näher, und ich erinnere mich, dass ich ihm durch diese schwierige Zeit geholfen habe, allerdings nicht ohne Konsequenzen. Ivana war ein starker und freundlicher Mann, und ich bewunderte ihn und wollte ihn in dieser schwierigen Zeit glücklich machen. Mehrere Male umarmte ich ihn und sagte ihm, dass alles gut werden würde und dass er nur durchhalten und seine Frau lieben müsse. Eines Tages, als ich ihn umarmte, spürten wir, wie uns ein elektrischer Strom durchfuhr, und wir küssten uns, was in Sex auf einem großen Sofa in seinem Büro endete. Heute weiß ich, dass ich egoistisch war und in sein Netz gefallen bin. Der Respekt, den ich als Ivanas persönliche Assistentin hatte, stieg mir zu Kopf. Ich hatte das Gefühl, wichtiger zu sein als andere im Büro, und Ivana war am Arbeitsblatt immer großzügig mit Lob und Komplimenten. Ivana sollte in den nächsten Jahren CEO werden, und die Nähe zu ihm vermittelte mir ein falsches Gefühl von Selbstwert.
Ich fühlte mich ermutigt, seine Gefühle zu besänftigen, als ich ihn an diesem verhängnisvollen Abend wieder aufgeregt sah. Ivana hatte gerade nach einem heftigen Streit mit seiner Frau telefoniert, und als ich sah, wie aufgeregt er war, umarmte ich ihn und sagte ihm, dass alles in Ordnung sein würde. Wir umarmten uns, und dann bedankte er sich bei mir und küsste mich auf die Lippen. Wir sahen uns in die Augen, und der Kuss verwandelte sich in eine zweistündige Sexszene in seinem Büro. Ich war fasziniert von seiner Kraft und öffnete mich ihm völlig. Ich hatte immer das Bedürfnis, meine Zuneigung in Form von Umarmungen und Küssen zu zeigen, und das führte zu unserer Nähe und Zweisamkeit. Als es vorbei war, fühlte ich mich furchtbar schuldig und wollte Lam davon erzählen, aber ich wusste, dass das Ende unserer Ehe bedeuten würde. Als ich nach Hause kam, war ich sicher, dass Lam wusste, was ich getan hatte, aber wie immer umarmten und küssten mich Lam und Amber einfach und begrüßten mich mit der Liebe, die sie immer zeigten, wenn ich nach Hause kam. Mir brach das Herz und ich fühlte mich in diesem Moment krank vor Schuldgefühlen. Mir wurde klar, dass ich schweigen und es nie wieder erwähnen sollte. Schließlich war dieser Abend ein einmaliges Ereignis, das sich nie wiederholen würde. Am nächsten Tag sprachen wir mit Ivana und wir wussten beide, dass es nie wieder vorkommen würde und dass es nur ein einmaliges Ereignis war, über das wir hinwegkommen mussten. In den nächsten Monaten arbeiteten wir bis spät in die Nacht und nach ein paar Wochen fand ich mich in Ivanas zärtlichen Armen wieder. Ich hatte keinen Grund, Liam zu betrügen, denn ich liebte ihn von ganzem Herzen und würde ihn nie verletzen oder unsere Ehe ruinieren wollen. Aber mit Ivana zusammen zu sein, war etwas ganz anderes. Er war ein großer, starker Mann, in dessen Armen ich mich sicher fühlte. Ivana war kein schöner Mann und konnte mit meinem wunderbaren Mann nicht mithalten. Ivana war übergewichtig, hatte eine Glatze und sah ganz und gar nicht wie ein weiblicher Liebling aus. Liam kannte ihn gut und war sich sicher, dass Ivana keine Bedrohung darstellte. Liam vertraute mir natürlich voll und ganz und hatte deshalb nichts dagegen, dass ich abends mit Ivana arbeitete. Ivana war ein großer Mann, über 2 Meter groß, mit kräftigen Armen und einem riesigen, ich hatte noch nie einen so großen, gesehen, und nachdem wir es das erste Mal getan hatten, wusste ich, dass ich in der nächsten Woche danach gieren würde. Er machte auch sexuelle Dinge mit mir, die ich noch nie zuvor gefühlt hatte, und ich wollte es immer mehr. Am Anfang gab es keine Liebe, keine Gefühle, nur Sex. Aber im Laufe der Jahre kamen wir uns immer näher und empfanden tiefe Zuneigung füreinander. Infolgedessen half unsere Affäre Ivana, seine Ehe zu retten. Aus irgendeinem Grund halfen die 2 gemeinsamen Abende pro Woche Ivana, sein Leben zu Hause besser zu meistern, denn ich hatte das Gefühl, Ivana zu helfen, ohne Liam zu benachteiligen und alle glücklich zu machen. Ich konnte mich rechtfertigen und mich von jeglicher Schuld freisprechen. Mein Privatleben war großartig, mein Chef war zufrieden und ich hatte einen tollen Job und liebte meine Arbeit. Als ihr befördert wurde, fing ich an, 2 Abende pro Woche zu arbeiten. Das war die Zeit, in der Ivana und ich den Nachmittag in der Privatsphäre seines Eckbüros genossen, das sich an einem sicheren Ort befand. Es war sicher und es gab keine Möglichkeit, dass wir erwischt wurden. Nachdem uns beiden klar wurde, dass diese Beziehung weitergehen würde, vereinbarten wir, unsere Beziehung auf diese beiden Abende zu beschränken und nichts außerhalb dieser wenigen Stunden pro Woche zu unternehmen. 3 Jahre lang waren wir 2-mal pro Woche zusammen und genossen einander sowohl sexuell als auch gefühlsmäßig. Mit der Zeit wurden wir mehr als nur Liebhaber und die Affäre wurde mehr als nur Sex in seinem Büro. Es gab ein großes Ledersofa, auf dem wir Zeit miteinander verbrachten. Ja, der Sex mit Ivana war gut und anders als der mit Liam, und er machte Dinge mit mir, die ich noch nie zuvor gemacht hatte. Er hatte eine Art, mich dazu zu bringen, sogar Dinge zu tun, die ich nie zuvor zugelassen hatte. Er schaffte es, mich so sehr zu erregen, dass ich ihm einfach nur gefallen und ihm geben wollte, was ich Lam nie erlaubt hatte. Der Sex mit Liam war der schönste und liebevollste, während Ivana ihn immer härter machte. Ich hatte das Beste aus beiden Welten und wollte nie, dass es aufhört. Irgendwie, und ich weiß nicht wie, war ich in der Lage, das mit Ivana zu tun und nach Hause zu gehen, ohne mich schuldig zu fühlen. Es war, als würde ich ein separates Leben mit meinem Chef führen, und mein Privatleben wurde dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Liam und Amber mangelte es nie an meiner Liebe oder Aufmerksamkeit, denn ich brauche das Gefühl der Intimität mit jedem Mann, mit dem ich Sex habe. Ich stelle fest, dass ich Ivana privat die gleiche Nähe und Aufmerksamkeit schenke wie Liam. Mir ist klar, dass manche Männer dieses Maß an Wertschätzung und Aufmerksamkeit genießen und dass es Frauen noch begehrenswerter macht.
An diesen besonderen Abenden wurde ich zu Evanas Arbeitsfrau, und wir beide wussten zu schätzen, was wir hatten. Obwohl wir wussten, dass es nie über unsere 2 Treffen pro Woche hinausgehen würde, wollte keiner von uns seine Ehepartner verletzen, und so entwickelte sich unsere Romanze zu einer engen Freundschaft. Alle Schuldgefühle, die ich anfangs hatte, verschwanden, und das einzige Gefühl, das ich hatte, war das der Zufriedenheit. Ich hatte das Gefühl, dass ich das Leben, das ich bei der Arbeit führte, verdient hatte. Wir waren immer Profis, und niemand hatte eine Ahnung, was wir taten. Evane sprach immer von seinen Kindern, und in seinem Büro hingen überall Fotos seiner Familie. Alle hielten Evane für einen hervorragenden Vater und Familienvater. Sie dachten das Gleiche über mich und waren schockiert über die sexuelle Beziehung zwischen uns. Jede Sekunde eines jeden Tages, mit Ausnahme dieser wenigen Stunden in der Woche, war ich Lam und Amber eine treue Ehefrau, wie immer im Familienmodus. Ich dachte immer an Lam, zeigte ihm Liebe und sorgte mich mehr um ihn, als ich erklären kann. Ich liebte ihn und unsere Familie und sorgte dafür, dass sie durch meine Handlungen nicht geschädigt wurden. Ich habe dummerweise geglaubt, dass ein paar Stunden pro Woche mit Evana für unsere Familien nichts bedeuten. Es war einfach nur gemeinsam verbrachte Zeit und hatte nicht die gleichen Auswirkungen auf unsere Ehe wie ein Abendessen mit einem Freund. Jetzt war meine Beziehung zu Evan offenkundig und würde meiner Ehe mit Sicherheit schaden, und mir wurde klar, dass ich falsch gedacht hatte. Heute Morgen schaute mich Lam unverwandt an und fragte, wie lange? Ich wusste, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Lam war klug und kein Idiot. Er wusste, dass etwas im Gange war. Wie sollte ich ihm antworten? Sollte ich ihm die Wahrheit sagen? Ich kann ihn nicht verlieren und ich kann nicht mit ihm leben, wenn ich lüge. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Schluchzen in mein Kissen während der letzten Stunde hatte mir keine Antworten gegeben, und ich wusste, dass ich ihm die Wahrheit sagen und ihn bitten musste, es zu verstehen. Ich weiß, dass er mich geliebt hat, und er muss mir verzeihen. Ich schaute auf die Uhr und stellte fest, dass Amber um 13.00 Uhr für die Mathe-Arg in der Schule sein musste, und ich wusste, dass es Zeit war, sich der Realität zu stellen. Als ich nach Hause fuhr, saß Nicole mit einer Tasse Kaffee auf der Veranda und blickte auf den See hinaus. Ohne ein Wort zu sagen, schenkte ich mir eine Tasse ein, setzte mich neben sie und stellte ihr erneut die Frage: Wie lange? Nach ein paar Minuten des Schweigens bemerkte ich, wie Nicole Tränen über das Gesicht liefen. Was ich dann hörte, jagte mir einen Schauer über den Rücken und verursachte einen Schmerz in meinem Magen, der mich fast zum Kotzen brachte. Nicole sagte mit leiser, weinerlicher Stimme: 3 Jahre, Abende, an denen du lange gearbeitet hast, und wieder sagte sie fast flüsternd: Ja. Ich schwieg wieder ein paar Minuten und sprach dann: Wenn ich das richtig verstehe, waren die 2 Tage in der Woche, an denen du in den letzten 3 Jahren spät gearbeitet hast, die einzigen, an denen du Sex mit Evana hattest? Ja, wir haben das sonst nie gemacht, und ich habe so viel zu erklären, wenn du mir die Chance gibst. Du hast mir also gerade erzählt, dass du in den letzten 3 Jahren 2 Nächte pro Woche Sex mit deinem Chef hattest. Man muss kein Buchhalter sein, um die Grundrechenarten zu kennen. Du hast über 300 Mal mit ihm geschlafen, und ich weiß, dass du es nie nur einmal machst, also schätze ich, dass du es mindestens 2 Mal an einem Abend getan hast. Nicole, du hattest hinter meinem Rücken über 500 Mal Sex mit diesem Kerl. Nicole, kennst du einen Mann, der mit diesem Wissen leben könnte? Tränen fielen aus ihren Augen auf ihren Schoß, als ich fortfuhr. Ihr 2 müsst so viel Spaß gehabt haben, mich auszulachen, deine ignoranten Hahnrei. Ich kann mir nur vorstellen, was ihr über mich gesagt habt oder wie er sich über mich lustig gemacht hat, indem er hinter meinem Rücken Sex mit meiner Frau hatte. Vielen Dank, Nicole. Ich hätte nie gedacht, dass du mir so etwas antun würdest. Ich bin noch nie in meinem Leben von jemandem so gedemütigt und vorsätzlich beleidigt worden. Ich habe immer geglaubt, dass du mich liebst. Du hast mich davon überzeugt, dass ich dein Mann bin. Ich habe dich von ganzem Herzen geliebt. Ich würde für dich sterben, aber Nicole, du hast unsere Ehe ruiniert und mir das Herz gebrochen. Lärm, so war es nicht. Es war. Ich unterbrach sie und sagte ihr, sie solle verdammt nochmal die Klappe halten. Ich stand auf und ging von der Veranda, und sie saß da und weinte und flehte mich an, zu bleiben. Äußerlich blieb ich ruhig, aber innerlich explodierte ich und stürmte davon, um meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Das Gefühl des Verrats war neu für mich, und ich brauchte Zeit, um meine Gefühle zu verarbeiten, zu begreifen, was sie gesagt hatte und was ich tun würde. Ich brauchte jemanden, mit dem ich reden konnte, und die einzige Person, die ich noch hatte, war mein Bruder Tyler. Als Kinder standen wir uns sehr nahe,
Aber wir haben unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen. Tyler verbrachte 5 Jahre im Bundesgefängnis wegen Drogenhandels und bewegte sich in gefährlichen Kreisen. Im Vergleich dazu war ich ein Kirchgänger, ein Buchhalter, der viele Steuern zahlte und nicht einmal einen Strafzettel hatte. Tyler und ich sprachen nicht sehr oft miteinander, aber als Heranwachsender wandte sich Tyler immer an mich, wenn er Unterstützung brauchte. Ich begleitete ihn während seines Prozesses und konnte dank meiner Kontakte erreichen, dass seine Strafe von den vorgeschriebenen 20 Jahren auf 5 Jahre reduziert wurde. An diesem Morgen rief ich ihn an. Hallo Tyler, ich bin's, dein älterer Bruder. Bruder, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Ich habe ein Problem und ich muss mit jemandem reden. Hast du Zeit? Natürlich, was ist denn los, Mann? Das ist hart. Nicole hat mich betrogen und ich habe es gerade erst herausgefunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin völlig verwirrt und habe Schmerzen. Ich kann anfangen zu trinken, aber das hilft auch nicht. Also muss ich es einfach jemandem sagen. Es tut mir leid, dass ich dich damit belaste. Oh mein Gott, ich liebe Nicole und ich kann nicht glauben, dass sie das getan hat. Weißt du schon, mit wem und wie es passiert ist? Ich weiß, mit wem, aber ich kenne noch nicht alle Details. Ich will mich an diesem Hurensohn ... rächen. Kumpel, ich bin so wütend. Ich möchte meine Frau erwürgen. Hör zu, ich habe viele Freunde, die das durchgemacht haben, und ich kann verstehen, wie du dich fühlst. Du musst deine Wut loslassen. Geh ins Fitnessstudio, geh joggen, was auch immer, aber du musst dich beruhigen. Ich werde versuchen, ihnen zu helfen, das durchzustehen. Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen, alle Informationen sammeln, die sie bekommen können, und dann entscheiden, was zu tun ist. Halten Sie sich zurück und versuchen Sie, sich so normal wie möglich zu verhalten, was natürlich nicht einfach sein wird. Ruf mich morgen an und erzähl mir, was du herausgefunden hast, und vertrau mir, ich kann dir helfen. Ich danke dir, Tyler. Ich weiß, deine Hilfe zu schätzen. Ich rufe dich morgen an. Auf dem Weg dorthin kam ich an einem Matratzengeschäft vorbei, und da kam mir ein Gedanke. Ich parkte auf dem Parkplatz und machte den ersten Schritt. Ich hatte nicht die Absicht, die Ehe zu verlassen, bis Amber aufs College ging, was bedeutete, dass ich die nächsten 2 Jahre verheiratet sein würde. Ich wollte auf keinen Fall wieder mit Nicole schlafen und ich würde verdammt sein, wenn ich mein Schlafzimmer verließ. Alles andere würde sich später ergeben. Ich sagte den Verkäufern, dass ich den vollen Preis zahlen würde, wenn sie 2 Betten in voller Größe mit allem Zubehör liefern und vor Ort aufbauen würden. Ich zahlte $100 extra, um mein jetziges King-Size-Bett auseinandernehmen zu lassen. Ich bezahlte und wir vereinbarten die Lieferung für heute um 16 Uhr. Ich schrieb Amber eine SMS, um ihr mitzuteilen, dass ich sie abholen, zur Schule fahren und dort auf dem Parkplatz warten würde. Wir gingen zum Mittagessen und ich erklärte ihr behutsam, dass es in naher Zukunft Veränderungen im Haus geben würde. Was ist gestern Abend beim Essen passiert, Daddy? Ich weiß, dass etwas passiert ist. Ich bin nicht dumm. Bitte lass mich nicht im Unklaren. Das ist nicht fair. Bitte, du warst immer ehrlich zu mir. Okay, das ist fair. Und da es schwierig sein wird, hast du ein Recht darauf, es zu erfahren. Ich habe deine Mutter und ihren Chef erwischt, wie sie sich hinter der Bühne geküsst haben. Dad, er hat ihr wahrscheinlich nur gratuliert. Komm schon, du kannst doch nicht so verrückt nach einem Kuss sein. Nachdem ich sie zur Rede gestellt habe, hat sie zugegeben, dass sie seit 3 Jahren eine Affäre haben. Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, und deshalb hat sich unsere Beziehung für immer verändert. 3 Jahre. Wirst du dich von ihr scheiden lassen, Papa? Noch nicht. Ich verarbeite das immer noch, und wir werden verheiratet bleiben, aber alles wird anders sein, und du musst unabhängig sein und dich nicht auf die Seite von irgendjemandem stellen. Sie ist deine Mutter, und sie liebt dich. Und dieses Problem geht nur sie und mich etwas an. Du warst ein Segen für uns und eine perfekte Tochter. Ich möchte nicht, dass sich dein Leben ändert, nur weil deine Eltern Fehler gemacht haben. Aber ich bitte dich, uns nicht zu verurteilen und einfach zu wissen, dass wir dich mehr als alles andere auf der Welt lieben. Sie weinte und sagte, sie verstehe, wie sehr mich das verletze. Ich wollte nicht, dass sie sich schlecht fühlt, aber sie hatte recht. Sie sollte wissen, was das Leben in unserem Haus veränderte. Nicole war überrascht, uns zusammen nach Hause kommen zu sehen, und an Ambers Gesichtsausdruck erkannte sie, was ich ihr gesagt hatte. Amber warf ihr einen wütenden Blick zu und ging in ihr Zimmer, ohne ein Wort zu sagen. Hast du es ihr gesagt? Sie wusste, dass etwas nicht stimmt, und sie hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Für uns wird sich alles ändern, und sie muss verstehen, warum. Du kannst es ihr erklären, wenn sie den Schock überwunden hat.
Was meinst du damit, wenn sich alles ändert? Du hast doch nicht vor, dich scheiden zu lassen, oder? Wenn ich mich scheiden lasse, dann nicht jetzt. Ich will sehen, wie sich alles entwickelt, und außerdem würde ich das Amber nicht antun. Ab heute wird sich auf jeden Fall einiges ändern. Liam, du musst mich erklären lassen, was passiert ist, und versuchen zu verstehen. Du bist mein Mann, und ich liebe dich. Nun, du hattest freiwillig über 500 Mal hinter meinem Rücken Sex mit Evana. Das ist alles, Nicole. Ich weiß nicht, was du sagen kannst, dem ein Mann mit Selbstachtung zustimmen könnte. Hältst du mich wirklich für so eine schwache Person? Das ist offensichtlich nicht dein Ernst. Weißt du, was mir das Herz bricht, ist, dass ich nicht mehr in der Lage sein werde, die Intimität zu genießen, die ich früher liebte und auf die ich mich freute. Ich werde nie wieder mit dir ins Bett gehen und ich werde es vermissen, mit dir zu schlafen, aber nicht so sehr wie deine zärtlichen Küsse und Umarmungen. Das wird mir großen Schmerz bereiten. Andere Veränderungen sind unvermeidlich. Du hast dein Ehegelübde und unseren Ehevertrag gebrochen. Wie du, werde auch ich dir nicht mehr treu sein und mir eine andere Beziehung suchen. Natürlich habe ich darüber noch nie nachgedacht, also könnte es eine Weile dauern, bis ich Frauen treffe, die mir gefallen. Du kannst dich weiterhin mit deiner Geliebten treffen, denn du wirst nie wieder etwas von mir hören. Es war, als hätte sie einen Schlag auf den Kopf bekommen und sich körperlich von meinen Äußerungen distanziert. Sie verlor das Gleichgewicht und fiel zitternd auf das Sofa. Nicole verstand offensichtlich nicht, welche Konsequenzen ihr Verrat hatte. Liam, du solltest dich nicht mit anderen Frauen treffen. Das wird mich zerstören und das werde ich nicht zulassen. Ich liebe dich. Was passiert ist, ist ganz und gar nicht so. Ich weiß, das hört sich schlimm an, aber lass mich versuchen, es zu erklären. Nicole, 500 Mal hinter meinem Rücken und jetzt merkst du plötzlich, dass dein ausschweifendes Verhalten Konsequenzen haben kann. Ja, Nicole, du hast alles verändert. Vergiss nicht, dass das alles nur wegen deines Betrugs, deiner Lügen und deiner Untreue passiert ist. In diesem Moment klingelte es an der Tür, gerade rechtzeitig. Ich ließ die Monteure herein und zeigte ihnen das Bett, das abgebaut werden sollte. Sie machten sich an die Arbeit. Was ist hier los? Wer sind diese Leute? Nun, Nicole, da ich nie wieder mit dir in einem Bett schlafen werde, dachte ich, es wäre für keinen von uns fair, ins Gästezimmer zu ziehen. Also habe ich zwei große Betten gekauft. Im Moment wird unser Bett abgebaut und später werden neue Betten aufgestellt. Wenn euch die Matratze nicht gefällt, habt ihr 3 Monate Zeit, euch eine andere auszusuchen. Werden wir in verschiedenen Betten schlafen? Ja, da wir nicht intim sein werden, möchte ich dich auf keinen Fall in meinem Bett haben. Ich kann nicht glauben, dass du das alles tust. Ja, und ich kann nicht glauben, dass du 500 Mal hinter meinem Rücken mit deinem Chef geschlafen hast. Wir sind also quitt. Mit einem Gefühl des Schmerzes und des Bedauerns sah ich zu, wie die Männer das Bett aufräumten, das wir so viele Jahre lang genossen hatten. Tyler, ich kann nicht glauben, was ich herausgefunden habe. Nicole hat in den letzten 3 Jahren 2 Mal pro Woche mit ihrem Chef geschlafen. Soweit ich weiß, war sie hinter meinem Rücken über 500 Mal mit diesem Typen zusammen. Ich muss der blindeste Mann der Welt sein. Sie hat mich auf unvorstellbare Weise gedemütigt und ich weiß nicht einmal, was ich tun soll. Wer ist dieser Kerl? Ihr Boss, Evana Turner. Was soll denn passieren? Ich will, dass er leidet, und zwar auf die schlimmstmögliche Art. Der Kerl hat jahrelang mit meiner Frau geschlafen und mir 3 Jahre lang Hörner aufgesetzt, und ich komme damit nicht klar. Was ist mit Nicole? Sie ist für mich gestorben. Ich werde mich von ihr scheiden lassen, wenn Amber auf dem College ist, und vorher wird sie ein einsames Leben führen, weil ich mich von ihr abschutte. Wenn sie versucht, sich von mir scheiden zu lassen, bevor Amber zur Schule geht, werde ich ihre Karriere ruinieren und ihre Verderbtheit vor allen bloßstellen. Komm schon, ich kümmere mich um Mr. Turner, und du kümmerst dich zu Hause um deine Angelegenheiten und versuchst, alles in Ordnung zu halten. Tyler, ich will nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst, also tu nichts, wofür du verhaftet werden könntest. Hast du mich verstanden? Natürlich, Bruder, mach dir keine Sorgen. Wir sprechen uns bald wieder. Die nächsten Wochen zu Hause waren angespannt. Nicole versuchte, mich in ein Gespräch zu verwickeln, aber ich antwortete ihr nur einsilbig. Ich merkte, dass sie verärgert war und versuchte, mich zur Vergebung zu bewegen, aber ich war verletzt, wütend und unnachgiebig. Ich vertiefte mich in die Arbeit, kam jeden Abend spät nach Hause und war an den Wochenenden nicht zu Hause. Die Spannungen waren groß und alle liefen wie auf Eierschalen, in der Erwartung, dass ich explodieren würde. Als ich eines Abends nach einem langen Arbeitstag nach Hause kam,
fand ich Nicole vor, die darauf wartete, mit mir zu sprechen. Nach all den Jahren, in denen ich mit der einzigen Frau geschlafen hatte, die ich je geliebt hatte, schlief ich nun in einem Bett, das nur wenige Meter von Nicoles Bett entfernt war. Es war traurig, und ich war mir nicht sicher, wie ich die nächsten 2 Jahre überstehen sollte, bis Amber zum College ging. Nach dem Duschen, als ich mich in mein Bett legte, fragte Nicole: Liam, wie war dein Tag? Gut, antwortete ich trocken. Liam, ich habe nachgedacht, und ich möchte etwas mit dir besprechen und verstehen, was du denkst. Ich weiß, dass du nichts mit mir zu tun haben willst, aber ich liebe dich und ich möchte versuchen, mich zu bessern, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht meinen Job kündigen sollte. Wir brauchen das zusätzliche Geld wirklich nicht und ich kann mir die Zeit nehmen, um für dich da zu sein. Was denkst du, Baby? Ohne auf ihren verblüfften Gesichtsausdruck zu achten, setzte ich mich hin und sprach mit böser Stimme: Hör zu, Nicole, es ist mir scheißegal, was du machst. Arbeite, arbeite nicht, schlafe mit deinem Chef, finde einen neuen Kerl fürs Ex. Es ist dein Leben. Mach, was du willst, aber nenn mich nicht Baby oder Schatz oder etwas anderes als Liam. Je mehr ich darüber nachdenke, desto überzeugter bin ich, dass du deinen Job und deine 2 Sex-Sessions pro Woche mit Ivana behalten solltest, denn ich werde nie wieder mit dir zusammen sein. Ich rollte mich auf die andere Seite und legte mich auf das Kissen. Ich hörte, wie Nicole zu schluchzen begann und merkte, wie sehr ihr Verrat mich verletzt hatte. Liam, du musst nichts sagen, aber bitte lass mich einfach reden. Ich kann dir nicht sagen, wie schlecht ich mich fühle und wie leid es mir tut, dass ich dir das angetan habe. Ich möchte, dass du weißt, dass ich nie aufgehört habe, dich zu lieben. Der Schmerz, den ich verursacht habe, ist mit nichts zu vergleichen. Dich nicht berühren, küssen oder umarmen zu können, bringt mich um. Die Kälte, die ich von dir empfinde, hat mir das Herz gebrochen. Ja, ich vermisse dich im Bett. Ich kann ohne deine Berührung und Lieben nicht leben. Ich weiß nicht, was ich tun soll oder wie ich das in Ordnung bringen kann. Aber ich will dich nicht verlieren. Bitte wisse, dass ich hier bin, wann immer du bereit bist, zu reden oder etwas zu fragen. Und ich bin bereit, dir alles zu sagen. Liam, die Spannungen im Haus sind giftig und ich fürchte, dass sie auf Amber übergreifen. Sie verbringt mehr und mehr Zeit mit ihren Freunden und will nicht mehr hier sein. Ich dachte, dass wir uns vielleicht beraten könnten, um einen Weg zu finden, ohne diesen Hass zusammenzuleben. Ich erwarte keine Antwort, aber denken Sie darüber nach. Wenn nicht für mich, dann für Amber. Ich weiß, es ist alles meine Schuld, aber es ist ihr gegenüber nicht fair. Sie wird uns in ein paar Jahren verlassen, aber wir wollen nicht, dass sie diese Jahre in einem Haus voller Hass verbringt. Ich seufzte und erkannte, dass sie recht hatte. Amber durchlebte diesen Albtraum und das war nicht fair. Nach ein paar Sekunden, in denen Nicole völlig geschockt war, antwortete ich: Idee, okay. Mach einen Termin und ich werde hingehen, aber lass mich das klarstellen. Ich tue das für Amber, nicht für dich. Nicole lächelte und hatte das Gefühl, dass sie einen Fortschritt gemacht hatte. Jetzt waren ihre Tränen des Glücks. Oh, danke, Liam. Ich kümmere mich um alles. Tatsächlich erzählte mir Nicole am nächsten Abend, dass sie eine Therapeutin gefunden hatte und sich am nächsten Tag allein mit ihr treffen würde. Sie sagte, das Paar würde sich am Freitag um 15 Uhr treffen. Ich wusste, dass Nicole recht hatte und wenn ich mich nicht scheiden lassen wollte, mussten wir in diesen 2 Jahren einen Weg finden, in Frieden zu leben. Amber war sehr aufgeregt, als sie hörte, dass wir zur Beratung gingen und sie hoffte, dass es einen Weg geben würde, die Familie zurückzubekommen. Sie lächelte zum ersten Mal seit Wochen. Liam, Amber ist so froh, dass du einer Paarberatung zugestimmt hast. Du hättest ihr Lächeln sehen sollen, als ich es ihr erzählt habe, sagte Nicole am Abend, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Jeden Abend nach der Arbeit ging ich zum Abendessen, weil ich keine Zeit mit Nicole verbringen wollte. Das Problem war, dass ich Amber vermisste und einen Weg finden wollte, um mit meiner Tochter zu Hause zu sein. Ich vermisste ihr Lächeln, ihre Umarmungen und die Art, wie sie mich Daddy nannte. Nicole ging zu ihrer Einzelberatung und als ich an diesem Abend nach Hause kam, war sie völlig aufgelöst. Ich fand sie weinend vor und merkte, dass es wahrscheinlich schwer war, jemandem zu erklären, wie sie unsere Familie jahrelang betrogen hatte. Irgendwie hatte ich kein Mitgefühl oder Mitleid mit der Frau, die mir das Herz gebrochen hatte. Mein Bruder Tyler rief mich später in der Woche an. Er erklärte, dass ihm einige frühere Bekannte, die mit dem Kartell in Verbindung standen, einen Gefallen schuldeten. Das Kartell mag skrupellose und kaltblütige Killer sein, aber sie sind ihrer Pflicht treu. Die Schuld, die sie Tyler schuldeten, bestand nicht in Geld, sondern in Gefälligkeiten für das, was er für sie getan hatte.
Er bekannte sich schuldig, saß seine Zeit ab und verteidigte zwei Kartellführer. Du brauchst nichts zu wissen, Bruder, und je weniger du weißt, desto besser. Ich sage nur dies, bald wirst du gerecht werden. Tyler setzte sich mit einem seiner Kontakte in Verbindung und erklärte ihnen die Situation. Sie verstanden ihn und sagten ihm, sie würden sich darum kümmern und ihm Bescheid geben, wenn es erledigt sei. Tyler erklärte, dass niemand sterben will, aber es sollte auf eine Weise geschehen, an die er sich für den Rest seines Lebens erinnern wird. Tyler überließ es den beiden und wusste, dass es nicht schön werden würde. Das Ziel war das Haus von Evana Turner. Ein weißer Lieferwagen parkte auf der anderen Straßenseite des Turnerhauses, und nur wenige Minuten nachdem Evana in die Garage gefahren war, klopfte ein junger Mann an die Haustür. Evana überlebte, musste aber nun ohne die Hilfe seiner Finger auskommen. Sein Leben hatte sich für immer verändert und er wusste auch warum. Er hätte nie gedacht, dass sein Handeln solche Folgen haben könnte, vor allem nicht für den sanftmütigen Buchhalter. Natürlich hatte er keine Beweise, aber Nicole war die einzige Frau, mit der er neben seiner Frau zusammen war. Als Nicole ihm sagte, dass Lam es herausgefunden und ihre Affäre beendet hatte, war er untröstlich. Er liebte Nicole wirklich. Nicole und Evana betrachteten sich eindeutig als Paar, wenn sie zusammen waren, und teilten ihre Liebe während ihrer kurzen Zeit allein. Nachdem ihre Affäre zur Gewohnheit geworden war, glaubte keiner der beiden, dass ihre wenigen Stunden pro Woche jemandem schaden könnten. Sie waren einfach zwei Freunde, die etwas Zeit miteinander verbrachten. Beide glaubten, dass ihre Ehepartner in keiner Weise benachteiligt waren. Es waren nur ein paar Stunden in der Woche. Es war eine ideale Beziehung, die ihnen Aufregung und zusätzliche Liebe gab, die durch die vielen Jahre der Ehe abgestumpft waren. Sowohl Nicole als auch Evana sahen nun die Konsequenzen ihres Handelns. Evana wird sich für den Rest seines Lebens jede Minute an jedem Tag an den Verrat erinnern. Sein Schwiegervater entließ Evana. Er musste sich in psychiatrische und medizinische Behandlung begeben und hat nie wieder Golf gespielt. Sein Leben änderte sich in einem Augenblick wegen seiner perfekten Romanze. Entscheidungen haben Konsequenzen. Beim Treffen mit Deborah Winters, PhD, der Beraterin, lief alles genauso, wie ich es erwartet hatte. Frau Winters begann das Gespräch. Lam, Nicole und ich haben uns diese Woche getroffen und sie hat mir alles erklärt und ich habe ihr erklärt, wie alles in unseren Sitzungen funktioniert. Ich danke dir, dass du gekommen bist und versuchst, deinen Weg zurückzufinden. Bitte seien Sie bei Ihren Antworten ehrlich und verstehen Sie, dass das, was hier gesagt wird, hier bleibt. Ich habe schon alles Mögliche gehört und nichts, was Sie sagen, schockiert mich. Ich sage das, damit du dich wohlfühlst, wenn du mit einem völlig Fremden offen reden kannst. Ich nickte und wartete ab, worauf das hinauslaufen würde. Nicole, bitte sag Liam, was du dir von diesen Sitzungen erhoffst. Meine betrügerische Frau sah mich mit Tränen in den Augen an und sprach. Liam, es gibt so viel, was ich dir sagen möchte. Ich möchte unsere Familie wieder zusammenbringen. Ich möchte dich berühren und dich wieder lieben. Ich möchte einen Weg finden, zu dir zurückzukommen und dass alles wieder so wird wie früher. Ich muss sagen, ihre Emotionen waren rührend und ich hatte das Gefühl, dass sie jedes Wort ernst meinte. Es war schwer, ihren Schmerz über den Verlust meiner Liebe mit anzusehen, aber ich beherrschte mich und saß still da, während sie ein Taschentuch nahm und sich die Augen abwischte. Mr. Parker, was möchten Sie aus diesen Sitzungen mitnehmen, Dr. Winters? Ich würde gerne einen Weg finden, die Zahl 500 auf meinem Kopf zu bekommen. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, dass wir zu einer Art Normalität zurückkehren können. Ich sah, wie Nicole zusammenzuckte, als sie mich 500 sagen hörte. Mr. Parker, ich verstehe nicht, was diese Zahl bedeutet und warum es so wichtig ist, dass wir sie aus ihrem Kopf bekommen. Also, Deborah, darf ich Sie Deborah nennen? Bleiben wir vorerst bei Dr. Winters, okay. Nun, Deborah, ich sagte in einem sarkastischen Ton. Ich dachte, Sie hätten diese Woche eine Sitzung mit Nicole gehabt, also muss diese Nummer aufgetaucht sein. Ich sah Nicole an und fragte, Nicole, hast du dieses kleine Detail übersehen? Bitte, Mr. Parker, es hat keinen Sinn. Könnten Sie mir bitte die Zahl 500 erklären? Okay, wie Sie auf meiner Vergangenheit wissen, bin ich Buchhalter und Zahlen sind mir wichtig. Was meine geliebte Frau Ihnen nicht gesagt hat, ist, dass Nicole Evaner in den letzten 3 Jahren über 500 Mal erlaubt hat, mit ihr Sex zu haben. Diese Zahl hat sich in mein Gehirn eingebrannt und immer wenn ich Nicole sehe, ist es das Erste, was mir in den Sinn kommt. Sie hat mit diesem Kerl 500 Mal hinter meinem Rücken geschlafen.
sagte ich mit Wut und Tränen in den Augen. Ein paar Minuten lang herrschte Schweigen, bis sich alle wieder beruhigt hatten. Mr. Parker, ich verstehe Ihren Schmerz, aber solche Ausdrücke sind hier nicht nötig. Es ist beleidigend und unnötig. Ich entschuldige mich und es wird nicht wieder vorkommen, aber es war notwendig, meinen Schmerz und meinen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen. Nicole weinte und wiederholte, es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich entspannte mich schließlich, als mein Ausbruch meine Wut wieder verringerte. Ich möchte mich für meinen Wutausbruch entschuldigen. Um Ihre Frage zu beantworten, ich möchte einen Weg finden, Nicole so weit zu verzeihen, dass wir ein Zuhause ohne Hass und Wut haben können. Wir haben eine Tochter, die es nicht verdient hat, unter den Folgen der Untreue meiner Frau zu leiden. Ich möchte einen Weg finden, um zu Hause in Frieden zu leben. Danke, Mr. Parker. In den nächsten Wochen gelang es mir, in einem freundlichen Ton zu sprechen, ohne böse zu sein. Die Dinge liefen zu Hause viel besser, nicht großartig, aber besser. Amber war öfter zu Hause. Wir gingen essen, ins Kino, trafen uns mit Freunden und versuchten, ein normales Paar zu sein. Das einzige Problem war, dass jeder bemerkte, dass es zwischen uns keinerlei Intimität gab. Ich habe mir Nicoles Hand gehalten. Wir haben uns nie geküsst und ich habe mich nie von ihr umarmen oder berühren lassen. Mehrere Freunde fragten Nicole, was los sei, denn der Mangel an Zuneigung war das Gegenteil von dem, was in den Jahren unserer Ehe der Fall gewesen war. Es war offensichtlich, dass wir eine schwere Zeit hatten, aber wir machten weiter. Als Nicole von Evanes Unfall erfuhr, war sie wie vom Donner gerührt. Obwohl Evana nie ein Wort über dieses Ereignis verlor, wusste Nicole, dass ich mich rächen wollte und vielleicht in irgendeiner Weise daran beteiligt war. Sie beobachtete meine Reaktion. Sie sah ein leichtes Lächeln auf meinem Gesicht aufblitzen, als ich sagte, »Wow, das ist schon was. Sie haben das Buch weitergelesen, ist das alles, was Sie sagen können?« Ihr Ton und Ihr Kommentar trafen ins Schwarze und ich sah auf und blickte sie an. »Oh, es tut mir so leid, dass Ihr Liebhaber verletzt wurde. Soll ich ihm Blumen schicken oder sollen wir ihn besuchen, Schatz?« Sie sah weg und das Gespräch war beendet. Nicole wusste, dass ich irgendwie dafür verantwortlich war, und dass, wenn sie sich für Evaner interessierte, alle Fortschritte, die wir gemacht hatten, ein Ende haben würden. Anfang der Woche erhielt ich eine Nachricht von Tyler mit einem Daumen nach oben Emoji. Das war unser letzter Kontakt für mehrere Monate, während sich die Dinge abkühlten. Ich fragte mich, ob die Polizei von Evaners und Nicoles Affäre erfahren und mich zu dem Angriff befragen würde, aber das geschah nicht. Die Polizei legte den Bericht schließlich in der offenen Akte ab und ging zu anderen Verbrechen über. Die Schuldigen oder der Grund für den Angriff wurden nie gefunden. Wie versprochen begann Liam, sich zu verabreden und bis spät in die Nacht auszugehen, nachdem Nicole versucht hatte, ihn zur Rede zu stellen. Ihr wurde klar, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und keine Probleme verursachen sollte. Liam erklärte, dass sie nur dem Namen nach Mann und Frau seien und ihrer Tochter zuliebe zusammenlebten. Schließlich fanden sie einen Weg, höflich miteinander umzugehen, und ihr Leben zu Hause war äußerlich erträglich. Nicole erkannte schließlich, wie sehr sie ihren Mann verletzt hatte und dass sie nichts dagegen tun konnte. Liam hielt ihr gemeinsames Leben und den Anschein einer Familie aufrecht, indem er sie wissen ließ, dass er ihre Familie und Freunde über ihre Affäre informieren und ihr das Leben zur Hölle machen würde, wenn sie die Scheidung einreichte, bevor Amber aufs College ging. Nicole galt als verheiratet, war aber einsam. Sie hatte niemanden, der ihr die Liebe gab, für die sie lebte. Umarmungen, Küsse und Liebe bestimmten ihr Leben, und die beiden Männer, denen sie diese Liebe gab und die sie ihr gaben, waren nun verloren. Sie arbeitete weiter und führte ein trauriges Leben, und das Wissen, dass ihr Mann sich mit einer anderen Frau vergnügte, machte alles noch schlimmer. Eine Beratung half ihr, aber sie ging allein, denn Liam wusste, dass er den schrecklichen Verrat, den sie sich selbst angetan hatte, nie vergessen konnte. Ihre Eitelkeit, Selbstsucht und Dummheit zerstörten die Ehe und den Mann, den sie liebte. Sie fand kein Mitleid bei Amber, die ihre Mutter liebte, aber jedes Mal, wenn Nicole sich über Liam beschwerte, erinnerte Amber sie daran, dass Nicole sich das selbst angetan hatte. Amber erzählte ihr weiterhin, wie sehr ihr Vater sie liebte und wie niedergeschlagen er war, als er Nicole mit einem anderen Mann sah. Amber verzieh ihrer Mutter nie, dass sie ihren Vater so verletzt hatte, aber sie liebten Nicole immer noch. Evana war inzwischen arbeitslos und geschieden. Er lebte in einer kleinen Wohnung mit knappem Budget und musste fast 70% seines Besitzes und das Haus aufgeben, in dem seine Frau Joy noch 10 Jahre lang leben würde, bis ihr Jüngster 18 Jahre alt wurde.
Er litt unter Depressionen und konnte seine Hände nicht mehr normal gebrauchen. Ironischerweise hörte er auf, mit den beiden Frauen zusammen zu sein, die er liebte und mit denen er Sex hatte, und endete einsam und unerwünscht, genau wie es seine Angreifer versprochen hatten. Seine Stümpfe erinnerten ihn jeden Tag und jede Minute an seine Affäre mit Nicole. Ein Jahr nach der Scheidung wurde Ivana von einem Lastwagen angefahren. Der Zeuge sagte, Ivana sei einfach vor den rasenden Lastwagen gelaufen, ohne sich umzudrehen. Es wurde als Unfalltod eingestuft, aber alle, die Ivana nahestanden, wussten, dass er Selbstmord begangen hatte. Nicole verstand, warum er es getan hatte, und dachte sogar darüber nach, ihrem eigenen Leben ein ähnliches Ende zu setzen. Nicole und Ivana sprachen nach ihrer Affäre nie wieder miteinander und beide lebten in der Hölle mit den Folgen ihrer Untreue und ihres Verrats auf ebenso schmerzhafte Weise. Nachdem Amber zum College gegangen war, kam Liam mit den Scheidungspapieren nach Hause. Liam hatte zuvor erwogen, ihre Finanzen zu ruinieren und Nicole zu zerstören, aber schließlich gab er nach und teilte alles über die letzten Jahre gleichmäßig auf. Er hat ihr verziehen, aber die Liebe, die er einst empfand, ist für immer verschwunden. Nicole war von den Scheidungspapieren nicht schockiert und unterschrieb sie ohne Protest. Sie wusste, dass sie selbst alles zerstört und die Liebe zurückgewiesen hatte, aber irgendwie war sie erleichtert, dass sie ein neues Leben beginnen konnte. Sie war sich sicher, dass sie ihre Lektion gelernt hatte und nie wieder fremdgehen würde. Für Liam war die Scheidung von der Frau, die er all die Jahre geliebt hatte, schmerzhaft und er war voller Reue. Er wünschte sich, er könnte all die guten Dinge zurücknehmen oder zumindest einen Weg finden, Nicole zu verzeihen, aber so sehr er sich auch bemühte, er bekam die Zahl 500 nicht aus seinem Kopf. Sie verkauften das Haus und teilten den Anteil. Liam zog bei Trisha ein, einer 15 Jahre jüngeren Tänzerin, mit der er zusammen war. Er war nicht verliebt. Er wollte einfach nur Spaß haben und etwas nachholen. Im Laufe der Zeit, als er sein Selbstvertrauen und sein Glück wiedergefunden hatte, fand er in Trisha eine Frau, die er lieben und wertschätzen konnte. Nicole verlor nie die Hoffnung auf eine Versöhnung und hielt mehrere Wochen lang an ihrem Glauben fest, als sie von seiner Heirat erfuhr. Nicole konnte sich selbst nie verzeihen, wenn sie an die Leben dachte, die ihr Egoismus und ihre Arroganz zerstört hatten. Sie ging mit mehreren Männern aus, fand aber nie die Liebe. Sie nahm an Gewicht zu, ihr Aussehen verblasste und sie wurde zu einer einsamen, deprimierten Hülle ihres früheren Selbst. Amber und Nicole standen sich nahe, aber Nicole hörte nie wieder etwas von Liam. Sie erlebte nie wieder die Liebe, die sie mit ihrem wunderbaren Ehemann hatte, und lebte ihr Leben mit dem Schmerz, den sie den Menschen, die ihr nahestanden, zugefügt hatte. Liam sorgte dafür, dass Ambers College finanziert wurde. Amber wurde Psychologin und hatte das Bedürfnis, anderen zu helfen. Sie heiratete einen Arzt und hatte ein wunderbares Leben. Amber schlug nicht den Weg ihrer Mutter ein und blieb ihrem Mann treu. Sie zogen 5 Kinder groß und Amber blieb sowohl Liam als auch Nicole nahe.